Hey Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Voll komisch gerade zu drehen, weil in letzter Zeit poste ich ja nur zwei Videos die Woche. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lasse. Irgendwie fehlt es mir etwas, drei Videos die Woche zu posten. Schon ein Unterschied von der Zeit her. Ich nehme mir weniger Zeit für YouTube jetzt halt. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Ich wollte eigentlich einen Mukbang drehen. Das Einzige, was ich jetzt habe, ist hier ein Moloko. Habe ich mir extra jetzt ein paar Tage aufbewahrt für das Video. Ja, also der Grund, warum ich jetzt kein Mukbang drehe, sondern ein Q&A einfach oder so ein Live-Update, ich weiß nicht. Ich habe keinen Hunger. Wieso macht man das eigentlich? Und Leute, das ist kein Energy-Drink, ne? Energy-Drink. Das ist ein Softgetränk. Also, ich dachte mir, dass ich einfach mal anfange zu erzählen, was gerade so aktuell bei mir abgeht. Ich habe jetzt über die Jahre hin gemerkt oder gelernt auf Social Media, dass ich Privates eher privat halte, auch vor allem Probleme, weil ich mich dadurch dann nicht so angreifbar mache und ich einfach nicht möchte, dass das Thema auf meinem Kanal ist. Aber heute habe ich ein sehr privates Thema. Hätte ich selbst nicht gedacht, dass ich das auf Social Media mal so anspreche. Aber ich habe irgendwie das Bedürfnis dazu, darüber zu sprechen, weil ich vielleicht auch anderen ein bisschen helfen kann. So. Weil ich denke, es geht sehr vielen so. Es geht um Thema Familie. Ich habe die ganze Zeit beim Fertigmachen überlegt, wie ich das Ganze ansprechen soll, ob ich erwähnen soll, um wen es geht, ob ich das weglassen soll. Eigentlich möchte ich der Person gar keine Aufmerksamkeit mehr schenken, aber ich möchte gerne über dieses Thema sprechen, weil es ist halt weit verbreitet, das Thema. Und zwar geht es einfach um toxische Familienmitgliedern und dass man sich einfach nicht alles gefallen lassen soll. Ich erzähle ein bisschen. Ich sag mal, dieses Familienmitglied, mit der Person hatte ich in den letzten Jahren nicht so viel zu tun, aber man hat halt trotzdem Kontakt gehabt, irgendwie gezwungen, einfach weil es halt in der Gesellschaft normal ist, mit dieser Person, also mit dieser Person eine Bindung haben zu müssen oder eine Beziehung zu haben. Also vielleicht kann man sich denken, um wen es geht, aber ich möchte das wirklich gar nicht thematisieren. Eigentlich sollte man zu der Person eine gute Bindung haben, im Normalfall. Ist jetzt bei mir nicht so. Es wurde die letzten Jahre immer weniger, man hat sich halt immer weniger gesehen und irgendwie war das Schreiben auch so schwammig, war Telefonieren auch. Es war jetzt nicht so, dass man denkt, oh, nice, die Person ruft an oder es war irgendwie so gezwungen. Und diese Person, ich bin auch kein perfekter Mensch oder so, aber diese Person hat mir in meiner Vergangenheit, ich weiß nicht, kann man sehr viel angetan sagen, ja, schon. Und ich habe auf jeden Fall ein Trauma von dieser Person. Oder, ja, ja, schon. Oder es belastet mich sehr, was damals passiert ist. Durch diese Person. Ich denke sehr oft daran zurück. Und kann das irgendwie nicht vergessen, was da passiert ist und so. Es ist sehr schwierig, sich da irgendwie neutral zu halten. Aber ich versuche es halt. Es wurde irgendwann so viel und es sind so unnötige Situationen gekommen, nicht von mir aus, einfach weil diese Person, ich weiß nicht, was für eine Vorstellung diese Person hat oder was für eine Lebenseinstellung. Je älter die Person wird, desto komischer wird sie. Ich habe der Person zum Beispiel von der Schwangerschaft erzählt, jetzt von, also Halil und ich, und die Person hat überhaupt nicht positiv darauf reagiert, wobei diese Person eigentlich am wenigsten Rederecht hat, weil sie einfach nicht für mich da ist in schweren Zeiten. Die Person ist nicht so krass Teil von meinem Leben, dass mir eine Schwangerschaft verbieten, also dass die Person mir eine Schwangerschaft verbieten könnte, weil so war es dann irgendwie. Hat sich überhaupt nicht gefreut, die Person, ich sag voll auf die Person, hat sich überhaupt nicht gefreut. Kein Glückwunsch, kein gar nichts. Ich meine, ich habe es nur meinen engsten Familienmitgliedern erzählt, bevor ich es halt öffentlich gemacht habe und war sehr enttäuscht von der Reaktion. Es war auch die einzige Person, die so reagiert hat, die es uns ausreden wollte, weil wir ja so jung sind, Halil und ich, und unser Leben leben sollen. Ich verstehe die Aussage irgendwo schon, aber wenn wir uns dazu entschieden haben, junge Eltern zu werden, ich meine, ich habe mich ausgelebt mit 16 bis 18, sage ich mal, ich brauche das alles nicht mehr. Ich finde halt, erst durch Armin habe ich auch so einen Sinn im Leben gefunden. Ich habe mich selber weiterentwickelt, bin dreifach. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Die Kamera ist ausgegangen. Es ging halt darum, ja, wenn ich mich dazu entscheide oder wir uns dazu entscheiden, junge Eltern zu werden, weil es mich einfach erfüllt.
Ich bin reifer geworden durch Armin. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht so reif und so erwachsen von der Denkweise her und im Kopf. Und ich würde safe noch bei meiner Mutter wohnen. Und ich weiß nicht, wie mein Leben gelaufen wäre. Auf jeden Fall sehr anders. Aber ich bin froh, wie es jetzt ist. Ich meine, ich bin durch dieses Muttersein zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Und ich finde halt, das schlecht zu reden, vor allem als Person, die eigentlich zu mir stehen sollte, finde ich sehr traurig. Ja, keine Ahnung, und es wird halt immer mehr. Der Kontakt hat mich eher belastet, als dass er mir gut getan hat. Und vor kurzem ist dann etwas passiert. Dem Geburtstag meiner Mama, da ist es halt passiert. Da war ich ja in Bremen. Und das hat mich sehr traurig gemacht, was da passiert ist. Also jetzt nicht mit meiner Mama und nicht beim Geburtstag, sondern das hatte nichts mit dem Geburtstag zu tun. Die Person war auch nicht auf dem Geburtstag, aber es hat mich sehr traurig gemacht, was dann passiert ist und was mir gesagt wurde am Telefon. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich bin gerade hochschwanger. Mir geht es gerade sowieso nicht gut. Das war die Zeit, wo ich so ein bisschen Bettruhe hatte wegen meinen regelmäßigen Wehen und ich war halt im Krankenhaus. Und ja, es war ja nichts, ne? Aber trotzdem, ich habe Angst gehabt, so, dass das Kind zu früh kommt. Ich meine, ich hatte sowieso schon ein bisschen Angst. Es war der Geburtstag meiner Mama und die Familie war da und so. Und mir dann, und das zu wissen, dass ich gerade da bin, und dann mir wirklich, als ob die Person mir wirklich extra schlechte Laune machen wollte an dem Tag und mich zum Weinen bringen möchte, das geht in meinen Augen gar nicht. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, es reicht. Du nimmst dir das Recht raus, mich zum Weinen zu bringen, mich traurig zu machen. Jedes Mal ist immer irgendwas. Jedes Mal immer mehr Enttäuschung und immer mehr Sachen, die mich runterziehen. Und irgendwann, ich bin auch ein neuer Mensch, ich habe auch meinen Stolz. Und egal ob Familie oder nicht, irgendwann, es reicht mir. Je älter ich werde, desto mehr fällt es mir leicht, mich von Menschen zu trennen, die mir nicht gut tun in meinem Leben. Ich möchte in meinem Leben Menschen, die mir gut tun, die meinen bereichern, die mich nicht runterziehen, meine Sachen nicht schlecht reden, die mich einfach supporten. Wisst ihr, was ich meine? Man kann ehrlich zu mir sein, man muss nicht alles gut finden, was ich mache, aber trotzdem, ich bin erwachsen, das ist immer noch meine Entscheidung. Und das, was mir am meisten getan hat, ist, glaube ich, die Reaktion auf die Schwangerschaft. Weil wir haben uns wirklich sehr gefreut, vor allem, weil wir der Freundin eine Fehlgeburt hatten und sehr traurig darüber waren, dass es nicht geklappt hat. Und dann waren wir so glücklich, dass es geklappt hat. Ich finde, dass es geht überhaupt nicht. Also wenn ich alles erzählen würde, würdet ihr es vielleicht verstehen. Vor allem, die Person hat gar kein Recht, irgendwas in meinem Leben zu bestimmen oder irgendwas zu sagen. Weil die Person mir, wo ich jünger war und ich sag mal in meiner Kindheit, sehr viel Leid zugefügt hat. Wenn ich zurückdenke, denke ich halt oft an negative Sachen als an positive Sachen. Und das ist aufgrund von dieser Person. Und trotzdem bin ich immer respektvoll geblieben. Trotzdem habe ich gesagt, komm, halte den Kontakt, versuche es, egal ob es dich runterzieht oder traurig macht. Aber es war einfach, jetzt vor einer Woche, ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Vor allem, weil die Person auch gar nicht versteht, wie ich mich fühle und was ich meine, wenn ich da die Person darauf anspreche. Die Person, die ist so, redet immer alles schön. Alles Negative einfach, ach, weg, 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 gar nicht darüber reden. Und das ist für mich einfach nicht ehrlich. Das ist für mich heuchlerisch, kann man das dazu sagen? Wenn ich mit dir nicht über Probleme reden kann und du alles immer schön redest und ignorierst, dann ich brauche dich nicht so. Ich brauche dich nicht in meinem Leben. Ich habe der Person einen Text geschrieben, respektvoll, ich bin immer respektvoll geblieben und habe die da einfach blockiert. Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr dazu. Vor allem jetzt in der Schwangerschaft, diese Zeit soll eine schöne Zeit sein, mein Baby kommt bald und ich habe keine Kraft für sowas. Ich habe auch keinen Bock drauf. Und ja, es kam danach auch nichts mehr, bin ich auch eigentlich sehr froh drüber. Wobei ich, meiner Meinung nach, die Person ist erwachsen, viel älter als ich und so, also an der Stelle der Person, ich meine, die Person hat den Fehler gemacht, nicht ich, zu 100%. Ich stehe, wenn ich den Fehler mache, stehe ich dazu, aber das war nicht mein Fehler. Also es sind auch wirklich kindische Sachen, wirklich sehr kindisch, sehr kindisches Verhalten. Und eigentlich habe ich eigentlich damit gerechnet, dass ich einen Anruf bekomme, aber es kam keiner. Aber ich bin auch froh drüber, ich möchte auch überhaupt nichts, da gibt es nichts mehr zu klären. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, negative Sachen
werden sowieso nicht besprochen oder so. Solche Situationen, das gibt es bei der Person im Leben nicht. Immer alles schönreden. Ich habe jetzt mehr darüber geredet, als ich eigentlich wollte. Aber ist halt so, es hat mir gerade richtig gut getan, das loszuwerden. Ich denke mal, das Video wird dann auch gesehen. Vielleicht kriege ich einen Anruf, aber ich werde darauf nicht reagieren, weil ich habe keine Kraft mehr. Jahrelang habe ich das mitgemacht. Immer wieder kam immer irgendwas. Und jetzt war halt ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nö, es reicht mir. Ja, Leute, also was ich damit sagen möchte, lasst euch, egal von wem, nichts gefallen, was über eure Grenze geht, so über euren Stolz. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Kontakt mit Leuten, die mir nicht gut tun. Also egal ob Familie, egal ob wer das auch immer ist, nö, ich habe keine Lust drauf. Da zwinge ich mich nicht dazu. Was bringt mir das denn? Bringt ja beiden Seiten überhaupt nicht. So, und natürlich habe ich euch auch gefragt, über was ich so sprechen kann. Es kommen halt momentan nur Schwangerschaftsfragen, irgendwie gefühlt, weil ich halt auch schwanger bin aktuell. Viele dachten auch, dass ich das mit Halli zusammen machen werde und haben Fragen an Halli gestellt, aber er ist gar nicht da. Viele Fragen haben wir auch tatsächlich schon beantwortet. Leute, meine Haare und Lipgloss, das ist ja nichts, ne? Geburtsvorbereitung, machst du irgendwas? Also ich bin ja morgen in der 36. Woche, Leute, die Zeit ist irgendwie voll schnell vergangen. Auch wenn einige jetzt sagen, du bist gefühlt schon 2 Jahre schwanger, so fühle ich mich überhaupt nicht. Ich finde, die Zeit ist mega schnell vergangen. Weil ich mich weniger beschäftige mit der Schwangerschaft als in der ersten. Einfach, ich habe jetzt Armin, ich habe einen Haushalt und ich habe mehr Sachen zu tun. Damals in der Schwangerschaft von Armin war ich ja auch in Elternzeit, also Mutterschaftszeit, Elternzeit. Auf jeden Fall habe ich nicht gearbeitet sozusagen und habe nichts gemacht. Jetzt muss ich ja weiter mein Geld verdienen. Ich bin mit Social Media mich am beschäftigen. Ich gehe überhaupt nicht in Elternzeit. Auch jetzt, wenn das Baby nicht kommt. Auch nicht, wenn das Baby jetzt kommt. Ist halt jetzt alles ein bisschen anders. Und ich habe ein Kind. Ich habe jetzt auch Armin. Mit dem muss ich mich beschäftigen. Ich kann nicht einfach den ganzen Tag schlafen. Auf jeden Fall, ob ich irgendwas mache. Ich werde auf jeden Fall jetzt anfangen, Datteln zu essen, Himbeerblättertee zu trinken. Und ja, das sind so die Sachen, wie ich mich vorbereite. Und wie ich mich mental vorbereite, ich versuche einfach positiv auf die Sache zu blicken. Mittlerweile habe ich auch nicht mehr so doll Angst. Und ich freue mich sogar. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist Halli. Halli hat sehr doll Angst und Bedenken vor der Geburt. Er hat ja noch keine Erfahrung damit. Er kann sich nicht vorstellen, wie es ist. Und er hat wirklich Sorgen. Ich versuche ihm die Sorgen zu nehmen. Und versuche ihn ein bisschen zu beruhigen. Ein bisschen ihn positiv an die Sache zu bringen, weil er sagt hat, er kann es nicht sehen, wenn ich so leide und so, und er weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Ich denke, er wird das Ganze ganz gut meistern, da habe ich jetzt gar keine Zweifel dran. Bei meiner ersten Geburt habe ich meine Mama gebraucht, aber diesmal brauche ich sie einfach nicht, weil ich denke, Halli wird mir eine krasse Sicherheit geben. Und ich freue mich, ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm sein wird, wie er reagieren wird, ob er umkippen wird, ob er weinen wird, wie er mich unterstützen wird. Ich bin da sehr gespannt. Erst heiraten, dann Kinder oder erst Kinder und dann heiraten. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Mir ist es relativ egal, wie Paare das machen. Es gibt Paare, die heiraten erst, ziehen dann erst zusammen und kriegen dann Kinder. Für mich ist das ein bisschen schwierig. Ich könnte das nicht erstmal heiraten und dann zusammenziehen. Für mich ist der allererste Punkt zusammenziehen. Weil man erst durchs gemeinsame Wohnen merkt, ob es passt im Alltag. Und ja, für mich ist das Nummer eins. Dass man dann heiratet, also ich könnte auch erst heiraten und dann Kinder kriegen. Wir haben jetzt nicht standesamtlich geheiratet, noch nicht. Werden wir aber machen. Wir haben es nicht eilig. Ich meine, wir wollen ja. Also, wir beide haben vor, für immer zusammen zu bleiben, und wir haben noch Zeit. Also, da stressen wir uns jetzt nicht so, weil es uns beiden auch überhaupt nicht so wichtig ist, zu heiraten. Das ist jetzt für uns, es wird keinen Unterschied machen, wenn wir verheiratet sind. Außer, dass ich seinen Nachnamen tragen werde und auf dem Papier seine Frau bin. Ich finde, er ist trotzdem er ist schon mein Mann und ich bin seine Frau. Egal, was auf dem Papier steht, kann jeder natürlich eine andere Meinung haben. Aber das ist so unsere Meinung zu. Aber ich denke mal so, nächstes Jahr können wir das in Betracht ziehen.
ständig ungefragte Ratschläge zur Erziehung bekommen. Also ungefragte Ratschläge oder ungefragte Kommentare und Meinungen finde ich sowieso Quatsch. Wenn ich dich nicht frage, dann nerv mich nicht. Aber ich bin auf Social Media, ich habe ja sehr Erfahrung mit sowas, vor allem damals bei Armin, wo er auf die Welt gekommen ist. Ich habe gefühlt alles falsch gemacht. Ich konnte gar nichts und so. Aber diesmal, damals hat mich das sehr gekränkt und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, bin ich überhaupt eine gute Mutter, kann ich das überhaupt? Wieso mache ich alles immer falsch und wieso kann ich das nicht? Aber jetzt bin ich mir so sicher in meiner Rolle als Mama, dass ich überhaupt gar keine Sorgen dabei habe, wenn jemand sagt, du machst so und so falsch. Nö, wenn ich das so mache, dann mache ich das so. Vor allem auch in der Erziehung. Ich finde, Armin ist ein super Junge. Und genauso werden wir es auch beim zweiten Kind machen. Ich finde meine Erziehungsmethode sehr gut. Ich lerne immer mehr. Ich lese auch momentan ein Buch dazu. Kann ich euch mal hier ein Bild einblenden. Das Buch hilft mir auch sehr. Aber eigentlich, ich bin jetzt bei Kapitel 3, also ich komme irgendwie nicht weiter. Momentan habe ich kaum gelesen. Aber die Sachen, die in den ersten beiden Kapiteln stehen, die habe ich so eigentlich schon so umgesetzt. Also trotzdem sind da noch ein paar Sachen, die mir geholfen haben, aber so an sich habe ich die Sachen versucht schon umzusetzen. Ich bin auch keine perfekte Mama, niemand ist perfekt, wir machen alle Fehler. Aber ich versuche, ich gebe mein Bestes und ich denke mal, alle Mamas, die sich die Frage stellen, bin ich überhaupt eine gute Mama, mache ich alles richtig? Allein daran merkt man schon, dass du eine gute Mama bist, weil du dir Kopf drum machst. Es gibt Mütter, die sind schlecht, es gibt schlechte Mütter, die zum Beispiel sich ums Kind überhaupt nicht jucken, um die Emotionen nicht, um gar nichts, einfach so scheißegal Einstellung oder die vielleicht auch den ganzen Tag trinken und so, ne? Und die sich einfach nicht die Frage stellen, bin ich eine gute Mutter, sondern es ist denen scheißegal. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, wenn man schon so etwas ändern möchte, dann ist man eine gute Mama in meinen Augen. Und ja, ungefragte Ratschläge. Jeder erzieht anders und ich finde, es ist Quatsch, einer Mutter vorzuschreiben, wie sie etwas machen soll oder nicht machen soll. Aber vor allem Ratschläge von alten Leuten. Ja, damals war so, ja schön, damals, ja kein Wunder, alle Erwachsenen haben gefühlt ein Trauma, so. Unsere Generation, finde ich, macht es, wir machen es immer besser und besser. Und dieses, ja damals, so und so und ja damals gab es auch nicht so viel, es wurde nicht so viel, es gab kein Social Media. Jetzt gibt es Social Media, wir können uns über sehr viel austauschen, sehr viel Informationen einholen. Damals gab es auch vielleicht nicht so viele Studien wie heute. Und damals war sowieso alles anders. Damals, keine Ahnung, ist ja nicht nur in dem Kindererziehungsbereich, sondern damals war gefühlt alles anders. Heißt es jetzt, dass wir jetzt immer uns nicht weiterentwickeln können und mehr lernen können und wirklich immer in der Vergangenheit leben sollen? Also nur weil du es so gemacht hast, heißt es nicht, dass wir es auch so machen müssen. Und es heißt nichts, nur weil man älter ist oder mehr Kinder hat, dass man mehr Erfahrung hat. Es kann auch sein, dass man nur ein Kind hat und jünger ist und mehr Erfahrung hat, weil man sich einfach mehr mit der Psyche und mit den Emotionen des Kindes beschäftigt. Ich meine, es gibt Eltern, die sagen, ja, ein bisschen Schläge ist nicht schlimm. Ja, wenn du dein Kind traumatisieren willst fürs Leben, dann mach es. Aber es ist, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. So. Was willst du bei BBA besser oder anders machen? Ich habe tatsächlich etwas, ich habe gerade gesagt, ich möchte alles gleich machen, aber nein. Eine Sache möchte ich anders machen und zwar, ich möchte das Baby sehr früh schon sehr, sehr selbstständig erziehen. Bei Armin habe ich es nie gemerkt. Ich habe für ihn sehr viel gemacht, auch sehr lange, wo ich ihn jetzt aber selber machen lasse und ich merke, ich hätte es früher machen sollen, damit er es jetzt auch kann. Es ist jetzt so, wie es ist, aber ich habe daraus gelernt und ich werde das Baby sehr früh vieles selber machen lassen und ich werde mich nicht so stressen. Ich habe mich sehr gestresst bei Armin und sehr viel gelesen im Internet, ja, so und so, aber jedes Kind ist anders und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Vor allem werde ich mich auch nicht mehr so stressen, was die Ordnung angeht. Ich mag es sehr, sehr ordentlich. Es hat mich immer voll gestresst, wenn es unordentlich und dreckig war und so damals, aber ich bin auch viel besser geworden, was das angeht, jetzt in der Schwangerschaft. Ich werde immer besser und besser. Ich stresse mich da kaum noch, chille auch ein bisschen mehr. Und das versuche ich dann auch beim Kind. Wenn das Kind jetzt mal Fingerabdrücke am Fenster hinterlässt oder so, denke ich mir nicht, oh nein, ich muss das jetzt wieder machen. Ist dann halt so. Ist nicht schlimm. Irgendwann hört das auch auf. Und ja, solche Sachen, denke ich mal. Wie stellst du dir den Alltag mit zwei Kindern? Wo wird sich viel verändern? Es wird sich unser ganzes Leben oder mein ganzes Leben wird sich verändern. Das ist komplett anders. Ami war immer mein einziger Sohn. Ich musste mich nur um ihn kümmern, aber jetzt haben wir zwei. Vor allem, was mir Angst macht, ist nicht, dass das Baby kommt,
dass ich nicht mehr schlafen kann und so oder weniger Schlaf kriege und wieder anfangen, Windeln zu wechseln und so. Das macht mir keine Angst. Mir macht Angst, wie es mit Armin sein wird. Wird er eifersüchtig sein? Werde ich das, kann ich beiden Kindern gerecht werden? Das Baby braucht anfangs sehr viel Aufmerksamkeit, aber ich möchte trotzdem auch Armin Aufmerksamkeit geben. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe einfach, dass ich das irgendwie geschaukelt kriege oder wir. Und dass ich möchte Armin ist ein sehr emotionales und sensibles Kind. Und er spricht aber wenig darüber, wenn er traurig ist. Ich versuche ihm das halt so beizubringen, dass er über alles reden kann mit mir, aber er ist sehr verschlossen. Und ich habe Angst, dass er das dann alles in sich reinfrisst und wenn er traurig ist, mir dann nicht sagt, dass er sich vernachlässigt fühlt und so. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie das alles wird, aber ich versuche positiv drauf zu gucken und denke, dass wir das schon packen. Und Leute, ich denke, das war's schon mit dem Video. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel Zeit, deswegen. Aber ich denke, ich habe sehr viel gequatscht im Video und sehr viel erzählt und ich bin gespannt auf eure Kommentare, vor allem zu meiner Story mit der Person. Ich hoffe, es hat euch gefallen und diesmal ein bisschen traurigeres oder deeperes Video, aber ich bin ja hier auf meinem Kanal. Es geht um mein Leben, es geht um mich, es geht um uns, also um Halil und mich, um Familienleben und es läuft halt nicht alles immer perfekt. Jeder Mensch hat Probleme im Leben und das zeige ich auch, ne? Das zeigen wir ja auch. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.